Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier liegt es vor uns, unser wunderschönes, unschuldiges, kleines Januar-Budget, was gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Ich bin sehr froh, dass ich Negativzahlen mit Pink schreibe, anstatt mit Rot, weil das dann immer noch hübsch aussieht. Vielleicht sollte ich sie in Zukunft mit Rot schreiben, weil dann würde es mich wahnsinnig machen, mein Budget damit zu verschandeln, weil ich finde diese Pastelltöne und Rot, das geht gar nicht zusammen. Ja, aber ich habe ihn hier schon parat. Ich denke, das dürfte der Stift sein, den wir mit am meisten benutzen werden in dem Budget, denn es lief absolute Katastrophe. Ich habe euch ja schon beim letzten Check-in gesagt, dass in dem Monat einfach wahnsinnig viel passiert ist. Sehr, sehr viel Schlimmes, auch sehr viel Schönes. Die Molly ist in unser Leben getreten. Aber ja, insgesamt hat sich das Ganze extrem in unseren Ausgaben bemerkbar gemacht und irgendwann war dann auch dieser Punkt erreicht, wo dann dieses ganz oder gar nicht Denken eingesetzt ist und ja, wir, wie sagt man, die Vogelstrauß-Taktik angewendet haben und uns eigentlich alles egal war. Dann hatte Patrick noch ein paar Ausgaben, die nicht wirklich eingeplant waren, aber die auch irgendwo sinnvoll und notwendig waren. Er war mit Freunden zum Beispiel in einem Gasthof in München, was ja immer sehr ins Geld geht. Er hat dem neuen Baby von einem seiner allerbesten Freunde ein Geschenk gemacht, lauter solche Dinge. Es gab wahnsinnig viele Ausgaben für die Tiere, was selbstverständlich ist. Also nicht nur die Anschaffungskosten von der Molly selbst, sondern auch noch Ausstattung. Und ja, ich gebe es zu, ich bin dann auch ein bisschen eskaliert, was so Leckerlis angeht. Als ich dann gemerkt habe, welche Art von Kauknochen sie gerne mag, wurde sie mehr oder weniger überschüttet damit. Und Amy natürlich gleich mit dazu, weil man möchte ja den alten Hund dann nicht irgendwie benachteiligen. Kurzum, macht euch einfach gefasst auf ein Negativ-Budget. Es ist mit Sicherheit kein beispielhaftes Budget, aber es gehört einfach dazu, nehme ich an. Und wir können nur daraus lernen und weitermachen und auch schon mal stolz auf uns sein, also mich, ich bin stolz auf mich, dass ich es weiter durchgezogen habe, dass ich weiter alles aufgeschrieben habe und dem Ganzen ins Gesicht schaue sozusagen, weil die Verlockung, alles stehen und liegen zu lassen und einfach nichts mit zu notieren, ist natürlich relativ groß, aber das ist ja so der Anfang vom Ende. Wie bei einer Diät, wenn man dann gar nicht mehr guckt, was man so zu sich nimmt, dann weiß man eigentlich schon, dass es auf der Waage nach oben geht. Ja, ich habe mir dieses Mal keinen Kaffee gegönnt, denn es ist schon relativ spät. Ich habe jetzt einen Vanille-Cappuccino in einer von diesen niedlichen kleinen Tassen mit diesem wunderhübschen Konfetti-Muster. Die große Tasse, die ich ergattert habe im Sozialkaufhaus, benutze ich übrigens wahnsinnig gerne. Die ist ganz, ganz oft im Einsatz. Apropos Tassen, nur falls ich es sonst wieder vergessen sollte, die ganzen schönen Tassen, die ich so habe, sind allesamt vom TK Maxx, weil ich doch sehr oft gefragt werde, woher die Tassen sind und ich kann immer nur wieder sagen, TK Maxx hat mega schöne Tassen. Ich müsste mal gucken, ich könnte mir vorstellen, dass die sogar alle vom gleichen Hersteller sind, aber ich bin auch überzeugt davon, dass die ursprünglich sehr, sehr teuer waren. Bei TK Maxx kosten die dann nicht mehr als 4-5 Euro das Stück und ja, ich liebe sie auch alle sehr. Ich habe eh so einen totalen Tassentick. Totalen Tassentick. Eine sehr schöne Alliteration. So, ja, kein großes Drumherum-Gerede mehr. Wir fangen einfach mal an und ich führe euch mal Stück für Stück durch mein Budget-Büchlein durch. Ich brauche noch eine Karte zum Zudecken. Was nehme ich denn da? Nehme ich jetzt mal die hier gerade zur Hand. Und wir gucken auf die erste Seite und übertragen auch direkt gleich die Ergebnisse. So, in der Kategorie Lebensmittel hatten wir zur Mitte des Monats am 15. noch 260 Euro übrig. Da sind wir leider auch über Budget gegangen und zwar mit 50 Euro. Der Einkauf wurde gestern getätigt. Das ist ganz oft der Fall, dass am Samstag eingekauft wird bei uns nochmal und dann nimmt man halt eben den Betrag noch mit in dieses Budget rein. Das heißt, es könnte sein, dass ich nächsten Budget etwas unterhalb von der Grenze bleibe. Letzten Endes macht es keinen Unterschied. Aber 50 Euro sind wir definitiv drüber. Das heißt, ich muss hier statt 650 leider 700 eintragen. Ich mache jetzt den Betrag, der drüber hinaus ging auch in Rot, einfach um das ein bisschen hervorzuheben. Weil ich habe jetzt hier in dem Budget auf die Differenzspalte verzichtet,
Weiß gar nicht so recht warum. Ich glaube, im neuen Budget habe ich sie wieder, oder? Mal gucken. Wenn ihr mein neues Budget noch nicht gesehen haben solltet, dann erschreckt euch nicht. Es ist mega kitschig, es ist mega pastellig, aber ich liebe es. Ich gucke mal gerade, ja, da habe ich tatsächlich auch keine Differenzspalte. Braucht es auch nicht unbedingt. So, das war der Posten Nummer 1. Wir gehen direkt weiter in, glaube ich, unsere einzige Plus-Kategorie oder eine von sehr, sehr wenigen auf jeden Fall. Ich habe nochmal eine Kur gekauft, weil ich leider doch keine mehr auf Vorrat hatte. Ich dachte, ich hätte noch eine für 4 Euro, aber 12 Euro sind immerhin übrig im Drogeriebudget. Das heißt, wir haben statt 30 Euro dann nur 28 Euro ausgegeben. So, daran können wir uns jetzt alle erfreuen, denn ich glaube, es bleibt dabei. Und der hier, ich mache mal den Deckel drauf, mal gucken, ob der nochmal zum Einsatz kommt. Ich habe Geigenhumor heute, entschuldigt. Weiter geht's. Essen bestellen. Auch hier haben wir einen Negativposten. Das ist das, was ich euch erzählt habe. 45 Euro hat dieser Ausflug nach München gekostet für Patrick. Das war ein Treffen mit zwei seiner besten Freunden in irgendeinem Gasthof. Essen, trinken. Na, in München ist man da sehr, sehr schnell als Einzelperson 45 Euro los. Somit haben wir 39 Euro mehr ausgegeben in der Kategorie. Und das sind dann eben 139. So. Dann geht es weiter mit der Kategorie Freizeit. Und da habe ich so ein bisschen angefangen, hin und her zu schieben. Das seht ihr dann später noch, welche Kategorien das letzten Endes betroffen hat. Aber wie ihr seht, steht hier Teil Skifahren, weil wir nicht das komplette Skifahren aus dem Sport- und Freizeitbudget bezahlen konnten, wie ich es ursprünglich vorhatte, weil wir nicht bei Skibasaren die gebrauchten Kleidungsstücke kaufen konnten, wie wir es ursprünglich vorhatten. All das dem großen C geschuldet. Das heißt, die Kleidung und die Ausstattung hat sehr viel mehr gekostet und das war das Geld, was ursprünglich für den Skilift und so weiter geplant war. Das heißt, die Kosten von dem Ganzen haben sich auch noch ins Freizeitbudget reingezogen. Aber das war ja noch im Rahmen, weil wir hier bei Null rauskommen. Das heißt, wir haben auch genau die 60 Euro hier ausgegeben. Und ich sehe gerade, 60 Euro hatten wir da drin. Das ist eh 40 Euro weniger, als wir normalerweise da drin haben. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich glaube, ich habe mir nicht wirklich viel gedacht bei dem Januar-Budget. Es war so vielversprechend. Es war so schön, den neuen Start ins neue Jahr zu machen. Aber ja, der Januar war ein ganz fürchterlicher Monat, ein fürchterlicher Monat. Eine Sache erzähle ich euch noch, bevor wir weitermachen. Und zwar wollte ich doch Mitte Januar eigentlich meinen Shop wieder eröffnen. Ja, Pustekuchen, das hat nicht funktioniert, denn der Laptop, mit dem ich das Silhouette-Programm betreibe und wo ich all meine Daten drauf habe, ist kaputt gegangen, ist nicht mehr zu retten leider, nicht mehr zu reparieren. Gott sei Dank habe ich alle Daten nochmal gesichert in der Cloud, das war jetzt nicht das Problem, aber ich konnte halt eben nicht mehr den Plotter nutzen. Ich konnte dieses Programm eben nicht mehr nutzen und somit war mein Shop komplett stillgelegt. Zum Glück war er eh schon stillgelegt, also er wurde einfach nicht wiedererweckt. Ja, aber das sind natürlich auch so Punkte, mit denen ich einfach nicht gerechnet habe und ihr könnt euch vorstellen, die Anschaffungskosten von einem vernünftigen Laptop, die sind jetzt auch richtig hoch. Das fließt jetzt ins nächste Budget rein, den haben wir nämlich gestern geliefert bekommen. Ich rechne es jetzt tatsächlich im nächsten Budget ab, weil das Geld noch nicht abgebucht wurde vom Konto und glaubt mir, ich war ganz froh drum. Ja, so viel zum Thema Januar. Aber wir machen weiter und da haben wir natürlich gleich eine Chaos-Kategorie. Tierbedarf sind wir mit 595 Euro im Minus. 450 Euro, glaube ich, haben wir für die Molly gezahlt, also an diesen Tierhilfsverein. Man muss ja auch sagen, da sind ja auch die Flugkosten drin von der Karibik hierher, was man nicht alles so braucht, eine Quarantäne, sämtliche Impfungen und Untersuchungen und so weiter, hat sie ja alles schon hinter sich. Also das war definitiv das bestinvestierte Geld aller Zeiten. Der Rest ist allerdings, ja, was man halt noch so kauft, ne? Körbchen und Geschirr und Unmengen an Kauknochen. Sie ist unglaublich
verrückt. Also man muss echt aufpassen, weil sie sich immer die Sachen irgendwo klaut und dann so ganz niedlich davon trabt. An dem Trabegeräusch, also an dem Geräusch ihrer Pfoten auf dem Boden, hört man schon sehr gut, dass sie was hat. Das ist sehr praktisch. Dann kann man es ihr nämlich ganz schnell wieder wegnehmen. Ja, wie ihr seht, haben wir auch eine Kinderzimmer-Trennwand gebaut, beziehungsweise Patrick war das. Einfach nur aus dem Grund, dass die Molly sich halt nicht am Boden liegende Playmobil-Teile oder so nimmt, weil wenn sie da nur einmal reinbeißt, dann ist da halt eine Schramme drin. Das macht dann einfach auch keinen Spaß mehr zum Spielen. Und die Kinder sind noch nicht in dem Alter, dass sie das wirklich schaffen, die Sachen immer nach dem Spielen komplett wegzuräumen. Das heißt, da kamen jetzt kleine Trennwände rein und da das Holz momentan so unfassbar teuer ist, hat das Ganze 72 Euro gekostet. Patrick meinte, noch vor der ganzen Pandemie-Geschichte wäre da locker mit 30 Euro rausgegangen aus dem Baumarkt. Ja, so ist das Ganze. 595 Euro haben wir da mehr ausgegeben, als wir ursprünglich budgetiert hatten. 20 Euro hatten wir eingeplant in dem Monat. Ja, da ist einiges passiert. Das heißt, statt 20 Euro haben wir 615, genau, 615 ausgegeben. Eieiei, okay. Gut, damit haben wir die variablen Kosten schon mal. Die können wir jetzt direkt mal zusammenrechnen. Wo ist mein... Oh, den habe ich jetzt ganz da hinten versteckt. So. Also, wir haben 700... plus 139 plus 28 plus 60 plus 615 sind 1542. Das ist wirklich eine krasse Summe. 1542. Gut. Die Sinking Funds machen wir im Anschluss. Das wird diesen Monat eh super interessant werden, weil der Negativabschluss von dem Budget, also das, die letztendliche Bilanz, ist ja nur die Hälfte, ne, von meinem Budget. Die SF2-Bilanz ist dann auch nochmal sehr aussagekräftig, was in unseren ganzen Spartöpfen passiert ist. Und ich kann schon mal spoilern, es ist nichts Gutes. Ich brauche jetzt mal einen Schluck von dem hier, bevor der kalt wird. Sehr gut. Eine Kategorie allerdings kann ich ins Positive verändern, und zwar war Patrick nicht beim Friseur, wie er es ursprünglich geplant hatte, weil die doch wieder zugemacht haben. Wir haben einfach, also ehrlich gesagt, haben wir langsam keinen Überblick mehr darüber, bei welchen Zahlen was offen oder zu hat. Das ändert sich bei uns so schnell und es ist so unfassbar rasant angestiegen, dass er eben zum Friseur wollte und dann war der zu. Das heißt, er hat 27 Euro weniger ausgegeben, als da ursprünglich geplant waren. Und das kann ich zumindest hiervon abziehen. Das heißt, wir haben statt 3.491 ausgegeben 3.464. Der schmiert gerade ein bisschen. Ich glaube, der ist ein bisschen schmutzig. So, 3.400. 64. So, ansonsten ist hier alles gleich geblieben. Da hat sich nichts verändert. Ungeplant müssen wir uns natürlich noch anschauen, um dieses Budget ausrechnen zu können. Und ungeplant ist auch eine ganz, ganz furchtbare Kategorie in diesem Monat. Ich bin kein Fan vom Januar 2022. So, wo ist die Ungeplant-Seite? Wir hatten unser ungeplant Budget komplett bereits aufgebraucht, wenn ihr euch erinnern könnt, durch diese Nachzahlung der Nebenkosten. Da hatte ich zwar 400 Euro zur Seite gepackt, weil ich darauf eigentlich vorbereitet war, aber es waren letzten Endes 505 Euro, die wir nachzahlen mussten, womit wir die 100 Euro, den Puffer, ne, den wir haben, aufgebraucht hatten und sogar 5 Euro im Minus waren. Gut, und dann kamen noch mal zwei Sachen dazu. Und zwar, einmal wurde ich geblitzt mit ganzen 11 km/h zu schnell und das hat 50 Euro gekostet. Ich war wirklich schockiert, wie teuer das war, weil ich finde, 11 km/h zu schnell ist wirklich nicht dramatisch. Ich muss zugeben, dass ich, glaube ich, die meiste Zeit
ungefähr 10, 15 km/h schneller fahre, als auf dem Schild steht. Mir kommt es fast so vor, als ob ich das an der Fahrschule gelernt hätte. Also es ist so verinnerlicht. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren schreiben, ob es euch auch so geht. Ich fahre super selten Strich so viel, wie auf dem Schild steht. Und ich glaube, die wenigsten machen das. Ja, auf jeden Fall hat es mich erwischt mit 50 Euro. Und dann habe ich für 100 Euro so ein Guthabenkonto aufgeladen für unsere Mila. Die geht ja in so eine Mittagsbetreuung, wo sie auch Hausaufgaben macht. Und da will sie jetzt unbedingt auch mitessen. Das haben wir eine Zeit lang ihr verneint gegenüber, weil sie so ein kleiner Spatz ist beim Essen und so ein bisschen pickt und mehr nicht, so wie ich früher als Kind auch. Das hat sich dann aber relativ schnell geändert. Jedenfalls hat sie jetzt darauf beharrt, dass sie da unbedingt gerne mitessen möchte. Und ja, jetzt haben wir es einfach mal probiert. Ich habe dieses Konto mit 100 Euro aufgeladen und das Geld ist noch da, wird jetzt halt über dieses Mittagessen verbraucht. Aber im Budget ziehe ich es natürlich noch ab, weil wir haben es nicht mehr. Ne? Wir haben es nicht mehr auf dem Konto, wir haben es nicht mehr in unserem Geldbeutel. Ja, ich sehe gerade auch hier, genau, nee, das passt, 105, hier müsste 205 stehen, das ist der Fehler, den ich gemacht habe. 105 minus 5, nee, passt schon, minus 5, wir waren 5 drüber, dann waren wir 105, 155 waren wir letzten Endes drüber. Also wir haben praktisch für den ungeplant Puffer statt 100 Euro 355 ausgegeben. Oh, das macht echt keinen Spaß. Stimmt das jetzt? Ja, genau. 255 mehr. Ja, genau. Ich bin vollkommen verwirrt. 155. 255, ne? Nicht, genau, 255. Ich weiß nicht, was mich jetzt da gerade so irritiert. Logischerweise muss ich das hier zusammenzählen, dann weiß ich, was ich ausgegeben habe. Ah, tut mir leid, mein Hirn mag auch nicht mehr mitmachen. Gut, das heißt allerdings auch, dass wir diese Gesamtkosten neu zusammenrechnen müssen. Und dann sind wir so weit, dass wir dem Ganzen ins Auge sehen können und schauen können, mit welchem Minus wir es zu tun haben. Wir haben sonstige Kosten 100 Euro Blow Money, 255 Euro leider ungeplant. Und 935 Euro waren in den Sinking Funds, kommen wir hier bei 1290 raus. So, gut. Ich glaube, das war alles, was ich hier eintragen musste. Der untere Bereich hier, der spielt nicht in dieses Budget mit rein. Beim nächsten Budget habe ich das Ganze wieder auf der zweiten Seite, dann ist es ein bisschen klarer. Was hier steht, ist da im Budget schon drinnen, falls ihr verwirrt sein solltet. Die Sinking Funds 2 Fix ist nichts anderes als diese Fixrate, diese 520 Euro. Hier seht ihr sie wieder bei Gesamt auftauchen. Das ist praktisch nur das hier nochmal im Detail. Und die Sinking Funds Variable, das ist das hier, diese 935. Die tauchen wieder hier auf. Gut. Okay, dann gut, dann legen wir los. Hilft ja nichts. Also 5.486 Euro hatten wir an Einnahmen. Minus 3.464 Fixkosten. Minus 1.290 sonstige Kosten. Minus 1.542 variable Kosten landen wir bei 810 Euro, die wir im Minus sind in diesem Budget. Und das ist natürlich schon richtig bitter. Richtig, richtig bitter. 810 Euro im Minus, das heißt, mit 810 Euro im Minus gehen wir als Monatsstart ins Februar-Budget rein. Und das ist schon wirklich richtig krass. Auch wenn man bedenkt, dass ich keinerlei Shop-Einnahmen hatte, eben wegen dieser Laptop-Geschichte und dass ich den Laptop auch finanzieren muss. Also nicht finanzieren, nicht mit Raten oder sowas an der Art. Wir werden es komplett zahlen. Aber ihr könnt euch vorstellen, es wird ein enges Budget werden.
Ja, wir werden sehen, wo wir da landen. Wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich, dass wir jetzt schon bei fast 20 Minuten sind. Viel länger darf ich Videos nicht mehr machen, weil ich sonst krasse Probleme habe beim Hochladen. Das heißt, seid mir nicht böse, wenn ich die Sinking Funds und das ganze weitere Chaos, Drama der Sinking Funds in einem zweiten Video behandeln werde. Vielleicht kann ich sogar heute noch hochladen, mal sehen, je nachdem, wie lange die Kinder und Patrick außer Haus sind. Aber ja, das ist jetzt auf jeden Fall unser erstes Ergebnis. Wir haben 810 Euro im Minus. Der Januar war übel, übel, übel. Aber wir bleiben einfach dran. Wir kalkulieren es ein. Es wird ein enger Februar werden. Ich habe schon mit Patrick gesprochen, dass wir so manche Luxusausgabe einfach komplett streichen müssen oder einstampfen müssen. Und er ist da auch auf meiner Seite. Meine Mama war super mega spendabel und hat Patrick 100 Euro zugesteckt für einen Skiausflug. Denn, und das ist auch wirklich nochmal krass, es war mir wirklich nicht bewusst, dass es so ein wahnsinnig teures Hobby ist, denn ein Skitag für Patrick und die Kinder inklusive Essen kostet ihn 100 Euro, also uns 100 Euro. Und das ist natürlich schon krass, weil er hat jetzt total Feuer gefangen, die Kinder haben Riesenspaß. Ich hänge euch ein kleines Video noch hier an dieses Video dran, weil es echt zu herzig ist und haben riesige Fortschritte gemacht. Aber ja, also ein Skitag 100 Euro, das geht auch so richtig ins Geld. Genau, ja, so ist es. Das war's von mir. Vielleicht zeige ich euch noch die kleinen Skieindrücke von den Kindern. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns hoffentlich die nächsten Tage ganz oft, weil noch sehr, sehr viel vom Budget aussteht. Und ja, macht es gut, bleibt gesund und bis bald. Ciao. Mila, schöne große Kurven von ganz rechts nach ganz links, gell? Auch gerade fahren. So, und jetzt hat, genau. Andere Skifahren, ein ganz neuer Stil.